Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich versuche seit längerem ein Backup in der iCloud zu erstellen, ein Backup von meinem iPad und das klappt nicht. Ich demonstriere euch das gerne. Backup wird erstellt, verbleibende Zeit wird berechnet und es funktioniert einfach nicht, weil die iCloud gefühlt ständig voll ist. Das ist ganz furchtbar. Ich habe schon sämtliche Funktionen ausgeschalten, wie zum Beispiel, dass die Fotos gesichert werden oder bestimmte Spiele, die ich eh nur auf dem iPad spiele, habe ich auch ausgeschalten, dass die gesichert werden. Die Spielstände, ich habe in der iCloud schon entsprechend aufgeräumt. Es reicht immer noch nicht. Die iCloud ist gefühlt immer voll. Und da ich jetzt auch gar nicht einsehe im Moment, mir zusätzlichen Speicher bei Apple zu kaufen bzw. zu mieten, muss man ja monatlich bezahlen. Deswegen will ich mich heute mal damit befassen, wie man ein Backup seines Geräts auch ohne iCloud machen kann. Und das ist gar nicht so schwer. Und zu dem Zweck schließe ich mein iPad Pro jetzt an mein MacBook an und dann schauen wir uns mal an, wie es hier weitergeht. Das ist mein Mac, der ist ein bisschen staubig. Ihr seht hier das USB-C-Kabel, was da drin steckt und das andere Ende ist hier. Und das kommt jetzt ins iPad hinein und dann klappe ich mein MacBook auf und wir schauen, wie es weitergeht. So, jetzt nachdem ich mein iPad angeschlossen habe, gehe ich hier auf den Finder, dann scrolle ich ein bisschen nach unten, gehe auf mein iPad und da muss ich dem iPad zunächst vertrauen. Einmal anklicken das Ganze und dann muss man das Gerät, in dem Fall also das iPad, entsperren und da werde ich nochmal drauf gefragt, ob ich dem Computer vertrauen möchte. Ich kann dann meinen Gerätecode eingeben, beziehungsweise muss ihn eingeben. Und dann dauert es einen Moment. Das Ganze wird hier geladen. Ja, und ich will das Ganze eigentlich weniger synchronisieren. Ich möchte halt eher ein Backup erstellen. Aber ich glaube, das ist genau das, was hiermit gemeint ist. Irgendwas wird synchronisiert. Schritt 3 von 4. Das dauert jetzt eine Weile. Allerdings doch nicht so lang, wie ich dachte. Und jetzt, nachdem das Ganze hier analysiert ist, kann ich mir ein Backup aller Daten auf dem Mac erstellen. Das lokale Backup kann ich zusätzlich verschlüsseln. Das mache ich natürlich gleich mal. Passwort festgelegt und jetzt werde ich wieder aufgefordert, auf dem iPad meinen Code einzugeben und dann läuft das Ganze hier, glaube ich. Das Backup wird tatsächlich angelegt. Ich weiß zwar nicht genau wo auf dem Computer, aber das finden wir schon noch raus. Das Backup wird erstellt und das dauert wieder eine Weile. So, und gerade eben wurde der Vorgang abgeschlossen vor einer Minute, das heißt um 15.57 Uhr und jetzt können wir hier noch weiter nach unten scrollen. Wir können das auch mal vergrößern und können jetzt hier die Backups verwalten. Wir haben hier ein vollständiges Backup angelegt. Das hat funktioniert. Das Ganze geht übrigens auch mit Windows. Dazu braucht ihr aber, denke ich, die iCloud Software. Mit der könnt ihr unter Windows ebenfalls ein Backup erstellen. Googelt das aber nochmal zur Sicherheit. Das hier hat jetzt geklappt und weiß jetzt leider nicht, wo dieses Backup abgelegt wurde. Das macht aber nichts, denn wir können jetzt immer dann, wenn wir das iPad anschließen, auf diese Funktion hier zurückgreifen und können dann eben über Backups verwalten, Backups zurückspielen natürlich, Backups auch löschen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Geht aber wohlgemerkt nur dann, wenn das iPad angeschlossen ist, weil ansonsten habt ihr diese Option hier nicht mit Orte. So, das war ein recht kurzes, knackiges Video. Wollte euch das mal kurz mitteilen, wie ihr euer iPad sichern könnt ohne iCloud, weil die ja immer voll ist. Ich hoffe, für den einen oder anderen war es hilfreich. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut und tschüss.